Mit diesem Solarpanel kann ich in der Natur mein Smartphone aufladen. Es ist wichtig, dass das Solarpanel senkrecht zur Sonne ausgerichtet ist. Ist das nicht der Fall, so dauert das Laden zu lange. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Aeschlimann. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit dem 3D-Drucker und einfachen Aluminiumrohren mir eine Halterung gemacht habe, für das Solarpanel zur Sonne auszurichten. Diese Halterung hier kann ich einfach über das Solarpanel aufstecken. Die Halterung gibt mir mit diesem Bein hier einen zusätzlichen Auflagepunkt, so dass ich das Panel überall korrekt zur Sonne ausrichten kann und somit eine deutlich kürzere Ladezeit und mehr Energie von der Sonne in mein Smartphone laden kann. Jetzt wollen wir uns die Ausrichtung des Solarpanels zu den unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten einmal anschauen. Ich habe hier das Aluminiumrohr um 66 Grad schräg gegenüber der Tischebene eingespannt. Dies widerspiegelt die Schrägstellung der Erdachse. So wie wir jetzt auf die Erdachse und das Solarpanel schauen, so sieht die Sonne die Erde im Frühling und im Herbst. Wenn wir jetzt annehmen, dass dies hier die Stellung des Solarpanels um 12 Uhr mittags ist, dann ist dies hier die Stellung um 6 Uhr morgens und dies hier die Stellung um 6 Uhr abends. Was ihr jetzt gut seht, ist, dass am Morgen die Fläche, die ihr seht, von der Sonne her zunimmt und dann wieder abnimmt. Im Winter und im Sommer sieht die Situation etwas anders aus. Jetzt ist das Solarpanel immer noch so gegenüber der Erdachse orientiert, wie es im Frühling und im Herbst optimal ist. Im Sommer und im Winter muss die Ausrichtung gegenüber der Erdachse jedoch anders sein, so dass das Solarpanel wieder senkrecht zur Sonne schaut. Dreht sich nun die Erde um ihre Achse, so sieht es dann schon ganz anders aus. Ihr seht, um den Mittag ist die Ausrichtung gegenüber der Sonne sehr gut. Da sieht die Sonne sehr viel Fläche. Wenn wir aber etwas davon abweichen, circa eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier, fünf, sechs Stunden, dann nimmt die Fläche, die die Sonne sieht und bestrahlen kann, deutlich ab. Hier nochmals die Situation im Frühling und im Herbst. Wenn sich jetzt in dieser Ausrichtung, die für den Sommer optimal ist, das Solarpanel um die Erdachse dreht, dann nimmt wohl die für die Sonne sichtbare Fläche zu, bis um 12 Uhr mittags und dann wieder ab. Aber auch um 12 Uhr mittags ist die Fläche, die für die Sonne sichtbar ist, nicht so groß, wie wenn die Ausrichtung für diese Jahreszeit korrekt gewählt ist.
Besten Dank fürs Zusehen. Weitere Informationen über das Solarpanel und meine Halterung findest du in der Videobeschreibung in den Links. Ebenfalls für das Solarpanel habe ich noch zwei weitere Projekte gemacht. Einmal hier für diese 16650er Lithium-Ionen-Akku aufzuladen über USB mit dem Solarpanel. Werde ich auch bald mal ein Projekt veröffentlichen. Und das hier ist ein Umbau vom Ladegerät für meine Kameraakkus, so dass ich die Kameraakkus jetzt über USB auch vom Solarmodul aufladen kann. Wenn es dich interessiert, dann abonniere doch den Kanal. Tschüss!